Wir stehen da bereits in einem Teil der Zukunft des Integrationshauses. Sie sehen, das Integrationshaus ist kein Palast. Wir sind von Anfang bis hierher immer eine Baustelle gewesen. Deswegen, weil das Integrationshaus nie fertig ist und nie komplett fertig sein kann. Integration ist ebenso ein Prozess, wo man sozusagen immer auf der Baustelle ist und wo man sich immer bemühen muss, zu schauen, was ist gerade die nächste Anforderung, wo kann man den nächsten Stein hinsetzen, wo kommt die nächste Türe, die man öffnen können muss. Ich stehe jetzt hier in dem schönen Eingangsbereich vom Integrationshaus. Und ich denke daran, dass wir vor genau 30 Jahren die Zusage bekommen haben vom Vizebürgermeister Hans Mayer, dass wir dieses Projekt starten dürfen. Dass wir ein Haus bauen können, ein Projekt, wo Leute, die unserer Hilfe bedürfen, hier wohnen können und die psychosozial hier betreut werden. Und jetzt muss ich sagen, ich bin wirklich stolz auf das, was in diesen 30 Jahren passiert ist. Und vor allem sehr stolz auf die Leute, die hier immer gearbeitet haben, die schon seit vielen Jahren arbeiten und hier noch immer arbeiten. Das Integrationshaus hat ganz klein angefangen als Projekt hier im Erdgeschoss und im ersten Stock. Und was wir damals gedacht haben, dass das vielleicht einmal nicht mehr notwendig sein wird, ich glaube, wir haben es nicht zu Ende gebracht. Denn es wird immer Kriege auf der Welt geben und es wird immer so sein, dass Menschen auf der Flucht sind, und ich sehe es als unsere Aufgabe, dass wir einfach da sind und helfen. Und jetzt, 2022, hat der Krieg in der Ukraine begonnen, und wie da die Zivilbevölkerung Österreichs sich verhalten hat, das ist schon beispielhaft. Und muss ich sagen, da bin ich stolz, in Österreich verliebt zu sein, dass ich nicht immer bin.